Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 2. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne bekommt einen Einfluss von Stern Castra. Castra bedeutet Strenge. Das Wort Kaserne leitet sich auch von diesem Begriff ab. Strenge. Wer wird streng sein? Hier kommt die Sonneneinfluss dazu. Sonne hat einen Bezug zum Vater oder eine Vaterfigur oder einer männlichen Person, der wo etwas zum Sagen hat, wie zum Beispiel der Chef. Also es kann passieren, dass diese männliche Person streng wird. Sonne hat auch einen Bezug zu unserem Selbst. Kann auch passieren, dass wir selber zu streng sind zu uns selbst oder wir zeigen Strenge und setzen wir Grenzen. Und das ist die Bedeutung. Vollmond ist vorbei. Also die abnehmende Mondphase hat begonnen. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond bekommt einen Einfluss von der Nebula. Die alten persischen Astronomen sagten, dass diese Nebula löst etwas aus, ein Wechsel, eine Veränderung. Also das kann heute auch passieren, eine andere Richtung, ein Wechsel oder eine Veränderung. Die chinesischen Astrologen beschreiben der Nebula anderes, weil sie sagen, das ist die Gerechtigkeit, zwar die göttliche Gerechtigkeit wie Ursache und Wirkung. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu Planeten und hat nochmal einen Einfluss von Zosma. Zosma wurde bei Babylonier verehrt und sie haben eine Göttin in diesem Stern gesehen und bei den Babylonier war diese Göttin Kua, die Göttin, die Orakel, die Weissagung. Also das kann auch eine Rolle spielen im heutigen Tag. Im Allgemeinen wird diesem Stern als Gürtel betrachten, also entweder die Gürtelengel zu machen oder Verbindungen suchen. Also das könnte auch bedeuten. Gegenüber von Sonne bewegt sich rasend rückwärts ein Kleinplanet, ein Asteroid. Asteroiden sind Kleinplaneten. Die sind etwas größer wie ein Meteorit, aber kleiner wie ein Planet. Und davon gibt es viele im Himmel. Und dieser Asteroidengürtel befindet sich zwischen Mars und Jupiter in unserem Sonnensystem. Also dieser Kleinplanet rast rückwärts in Tierkreiszeichen Krebs. Und bewegt sich exakt gegenüber von dem heutigen Sonnenstand. Dann könnten wir fragen, wie kann das sein? Weil wenn der Sonne in Tierkreiszeichen Wassermann befindet, dann gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Löwe. Wie kommt das, dass diesem kleinen Planet im Tierkreiszeichen Krebs bewegt sich? Die Antwort ist einfach. Astrologisch unterteilen wir diese Tierkreiszeichen gleich groß. In Wirklichkeit sind aber unterschiedlich groß im Himmel. Die eine ist kleiner, andere ist größer und sie verschmelzen sich miteinander, weil sie bilden sich die Ekliptik. Und so kommt es, dass manchmal in einem Stern bewegt sich astrologisch, bezeichnen wir das. Als Löwe, weil das liegt gegenüber vom Wassermann im Himmel, in Wirklichkeit bewegt sich aber diesem Kleinplanet rasende Geschwindigkeit rückwärts in Tierkreiszeichen Krebs. Wer ist dieses Kleinplanet Ceres?
Das ist der römische Name und die Römer haben verehrt als Göttin die Ackerbau, die Fruchtbarkeit und die Gerechtigkeit. Also sind wir heute wieder bei Gerechtigkeit. Bei griechischen Mythologie ist es nicht Ceres, sondern Demeter. Aber das ist das Gleiche. Und wie beschreibt das die griechische Mythologie? Wer ist diese Demeter oder Ceres? Das ist die Mutter von Persephone. Und wer ist diese Persephone? Warum ist das so bekannt? Weil Hades hat Persephone geraubt. Und die Geschichte ist folgendes. Das passierte auf der Erde, in einer Blumenwiese. Da spielte die Tochter von Ceres, also Persephone, in dieser Blumenwiese und kam Hades oder Pluto und verliebte sich an dieses Mädchen und nahm in sein Unterwelt. Also Hades raubt Persephone, gab ihr einen Apfel, einen Granatapfel, und nach diesem Granatapfel, wo Persephone das gegessen hat, hat sich verliebt an Hades. Und die beiden haben noch geheiratet und Persephone blieb bei Hades im Unterwelt. Ceres, die Mutter, suchte ihre Tochter und war im Trauer. Und in dieser Zeit kümmerte nicht um die Natur, auch nicht um die Fruchtbarkeit. Und die Menschen haben kein Getreide mehr gehabt und sie haben gehungert. Das waren die hungrigen Jahre. Bis dann die Götter zusammengesessen haben und beschlossen, die Menschen zum Helfen. Und dann kam Hermes, der Götterbote, was nichts anderes ist als Merkur, und vermittelte etwas. Also die Götter haben Hermes zu Hades geschickt in die Unterwelt, mit Hades zu verhandeln. Und so passierte dann, dass Hades übergab Persephone und dürfte bei der Mutter sein oder bei den Menschen sein, aber nur ein halbes Jahr. Halbes Jahr war Persephone bei der Mutter auf die Erde und halbes Jahr bei Hades, bei ihrem Mann in Unterwelt. Und das symbolisiert die Jahreszeit, die Winterschlaf. Das bedeutet, wenn die Natur ruht sich und beginnt die Winterzeit, dann ist Persephone bei Hades im Unterwelt. Und wenn die Frühling beginnt, dann kommt Persephone zurück auf die Erde. Und das ist die Geschichte dazu und die Mutter ist nichts anderes als diese Ceres oder Demeter. Und so wurde dieser kleine Planet gerade benannt. Und gerade im Krebs, Fruchtbarkeit, das kann auch Schwangerschaft bedeuten. So nebenbei. Natürlich nicht, trifft nicht jede, aber das wäre zum Beispiel ein günstiger Zeitpunkt, wenn jemand einen Kinderwunsch hat. Und wie wirkt dieser Einfluss auf unserem heutigen Tag? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann auf im Osthorizont. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Löwe im Westhorizont unten. Und im heutigen Tag, genau in diesem Gleichgewicht West und Ost, was astrologisch Aszendent und Deszendent bedeutet, also ich und du. Und hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Genau in diesem Punkt bewegt sich die karmischen Knoten. Genau exakt in diesem Bereich. Karmische Liebe. Das Gleichgewicht in die Liebe. Oder ein Entgegenkommen. Und das kann heute auch ein wichtiges Thema sein. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Wassermann. Bei den Wassermann geborenen ist sehr wichtig die Liebe und Partnerschaft. Aber es entsteht heute eine Spannung. Diese Spannung verursacht die Venus-Energie im Wassermann und Jupiter in Skorpion. Dieser Einfluss ist nicht einfach. Vielleicht kommen auch so karmische Begegnungen, aber da muss etwas überwinden. Und wo ist die Ruhe? Im goldenen Schnittpunkt. Und es ist genau dort, wo Saturn gerade befindet.
Also wir sollen in die Saturn-Energie eingehen, weil das gibt ein gewisses Gleichgewicht im Thema Liebe, Partnerschaft. Die Chancen sind da. Aber es ist wichtig, die Chancen ernst zu nehmen und wahrnehmen. Besonders heute bei der Liebe, Partnerschaft. Und wo liegen die Chancen heute? Im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe von Menschen wie ein Verein oder Partei, wo gleichgesinnte Menschen treffen. Da liegen die Chancen. Und dann ist diese Spannung vorbei, weil da haben wir die goldene Mitte, diesen goldenen Weg gefunden. Und Saturn zeigt diesen Weg. Also das sollen wir vielleicht alle ernst nehmen, aber das trifft besonders die Skorpiongeborenen, die Wassermanngeborenen und die Steinbockgeborenen. Sie haben dieses Thema und es spiegelt etwas auch für die Löwengeborenen, gerade karmische Begegnungen in diesem Bereich. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben das Gefühl, dass sie vieles tun und sie werden nicht ernst genommen zurzeit. Sie haben diese Bedürfnis und die haben auch einiges verändert. Vielleicht ein Aussehen, andere Frisur oder anderen Kleider. Also sie bemühen sich, sich zu zeigen und ein Auftreten oder ein selbstbewusster Auftreten oder haben sie Termin und das ist wichtig gerade, wie sich jetzt zeigen oder wie sie wahrgenommen werden. Sie werden auch wahrgenommen, aber die Fischengeborenen zweifeln daran. Sie haben momentan das Gefühl, sie werden jetzt übersehen. Sie schränken sich selbst ein bisschen ein. Es verbessert sich in die Tage, aber momentan vermittelt dieses Gefühl. Das kann sogar passieren, dass sie enttäuscht fühlen oder das kränkt ein bisschen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch wichtig, zeigen, im Mittelpunkt zu stehen, zeigen, was sie können, was für Auftreten sie haben. Sie wollen auch jetzt Erfolg oder wahrgenommen zu werden. Und genau diese Richtung geht die Bewegung. Die Wiedergeborenen fühlen sich auch zurzeit etwas unsicher. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Werte, Wertschätzung und Finanzen und sie bringen das alles in Ordnung. Die Gespräche kann etwas unangenehm sein oder entstehen Missverständnisse. Es kann auch passieren, dass niemand zuhört oder dass sie auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht, da sind Einschränkungen da. Ein Vertrag unterschreiben wäre jetzt gerade ein Fehler bei den Stiergeborenen, besonders wenn es um Finanzen geht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ändert sich etwas im wohnlichen Bereich und in vertrauter Umgebung. Da kommt jetzt etwas in Bewegung, ein Besuch oder Einladung oder ein Fest. Aber das passiert in Umgebung. In der Liebe, Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück und auch die Gespräche, eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und Ceres, wo gerade in Tierkreiszeichen Krebs bewegt und steht in Verbindung zur Sonne, ist auch ein Hinweis, dass die Krebsgeborenen etwas starten, was Früchte tragen soll, etwas einpflanzen und dann geduldig sein, bis sich das wächst. Aber das wäre der richtige Augenblick, etwas zu beginnen, wo sie das vermehren soll oder Früchte tragen soll. Und da haben die Krebsgeborenen auch den richtigen Zeitpunkt dafür und auch die Chancen, Möglichkeiten und auch die Mut dazu. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Partnerschaft, Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur passiv verhalten und warten, sondern etwas in Bewegung setzen, Kontakte suchen oder Orte aufsuchen, wie ich sagte, ein Freundeskreis, Bekanntenkreis, eine Gruppe von Menschen
oder ein Sportverein oder irgendwelche Verein oder eine Partei, dass man mit Leuten trifft. Und das gilt auch für die Löwengeborenen. Vielleicht ist gerade da die karmische Begegnung. Gerade die, wo alleine sind, das wäre der richtige Moment, aktiv zu sein. Und die, wo in Partnerschaft leben, ist auch wichtig, auf anderen zugehen, Interesse zeigen, Gefühlen zeigen, offen zu sein oder zuhören. Also das ist wichtig, das Gleichgewicht und in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen bewegt sich jetzt einiges. Und Thema ist hier auch die liebe Partnerschaft, aber die trauern das nicht zu. Oder sie glauben nicht daran, dass sie jetzt Glück haben, besonders die, wo alleine sind und wünschen sich die liebe Partnerschaft. Sie fühlen sich ein bisschen eingeschränkt, obwohl die Möglichkeiten sind da. In bestehender Partnerschaft kann das auch wirken, dass man sich zurückzieht, dass man sich schließt ein bisschen, aber wichtig ist zum Lernen, offen zu sein, andere zugehen und nicht zurückziehen und sich nicht schließen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen befinden sie sich in einer Wandlung, einer Veränderung und da sollen sie auch diese Chancen, Möglichkeiten nutzen, auch etwas zu wagen, wenn es um Veränderungen geht und nicht zweifeln daran. Und in der nächsten Zeit wird auch liebe Partnerschaft hier auch sehr wichtig sein und die Wagengeborenen haben gerade auch Glück in die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren kommt eine gewisse Spannung, was die liebe Partnerschaft betrifft, aber da gibt es immer eine Lösung, einen Ausweg und das zeigt gerade die Richtung Saturn, also die Gefühle ernst zu nehmen. Etwas in Bewegung setzen, einen Ort aufsuchen, Freundeskreis oder eine Einladung oder ein Verein. Das ist der Ort, wo man etwas verbessern kann. Entweder mit Partner zusammen etwas unternehmen oder die, wo alleine sind, haben auch diese Chance, jemanden zu kennenlernen. Und so kommt das auch im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben beruflichen Erfolg. Aber nicht nur im Beruflichen, sondern sie haben sehr schöne Einflüsse von den Sternen und haben auch Glück in die liebe Partnerschaft. Die Mondbewegung, das verunsichert gerade die Schützengeborenen oder etwas löst aus, was die Schützengeborenen nervös macht. Aber das geht schnell vorbei, das sind so Momente im Leben. Aber mal grundsätzlich haben gute Einflüsse. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist auch wichtig, ihren Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen ernst nehmen. Und das ist hier gerade der richtige Moment zu verinnerlichen. Und das zeigt die Lilith-Energie. Und dieser Lilith-Prozess haben gerade die Steinbock-Geborenen. Und Mond bestrahlt wunderbar diesen Schnittpunkt im Himmel, was mit der Mondbewegung etwas zu tun hat. Also einen guten Mondeinfluss. Und so kann man das auch ernst nehmen. Dazu kommt die Saturn-Einfluss. Also das auch mal ernst zu nehmen. Nicht denken, oh, das ist nur ein Traum und das erreiche ich sowieso nicht, sondern hier besteht eine Lernaufgabe, diese Wünsche, Sehnsüchte als Ziel setzen. Und die Steinbockgeborenen erreichen auch ihre Ziele, dafür sind sie auch bekannt. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.